Die Sirene heult auf. Jede Sekunde zählt. Alarm für die Feuerwehr. Sie sind als Erste zur Stelle und riskieren viel, um Leben zu retten. Feuerwehrmann, einer der gefährlichsten Jobs, vor allem für Menschen mit starken Nerven. Die Gefahr ist ihr ständiger Begleiter. Jeder Einsatz ein Risiko. Ungewiss, was sie erwartet. Nicht selten geht es um Leben oder Tod. Engagiert, mutig und selbstbewusst sind sie die wahren Helden des Alltags. Lebensretter im Einsatz. Alltag bei der Feuerwehr. Berlin. In der Stadt leben ca. 3,5 Millionen Menschen. Im Schnitt rückt die Feuerwehr hier pro Tag 1.300 Mal aus. Rund 550 Berufsfeuerwehrmänner sind täglich im Dienst. Sie besetzen die 35 Berliner Wachen. Alle Anrufe mit der Notfallnummer 112 kommen in der zentralen Leitstelle in Charlottenburg an. Notruf Berliner Feuerwehr. Das sind 2 Anrufe pro Minute. Wer Feuerwehrmann werden will, muss auf die Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie, ein ehemaliges Kasernengelände in Berlin-Reinickendorf. Die Berliner Feuerwehr gibt es seit 165 Jahren. Sie ist die älteste und größte Berufsfeuerwehr Deutschlands. Hier werden jährlich 120 Feuerwehrleute und Notfallsanitäter ausgebildet. Es gibt 16 Anlagen, um Unfälle, Brände und andere Katastrophen zu simulieren. Schönen guten Morgen. Morgen. Die Ausbildung zum Feuerwehrmann ist kein Spaziergang. Der Campus in Reinickendorf, eine harte Schule. Auf dem Übungsplatz steht auch die Rauchdurchzündungsanlage. In diesem speziell umgebauten Brandcontainer werden Wohnungsbrände simuliert. Um das Feuer zu zünden, müssen Paletten aus Holz in Brand gesteckt werden. Es muss Holz sein, weil es brennbare Gase erzeugt. Ausbilder Andreas Ott geht die Vorbereitung zu langsam. Jungs, komm mal ein bisschen Bewegung. Hopp, hopp, hopp. Für die Azubis ist die Übung Neuland. Für mich war es ein Kindheitstraum gewesen. Also welcher Junge hat nicht davon geträumt, später in den roten Autos zu sitzen und Leben zu retten? Und mit dem Berufsziel habe ich mir quasi meinen Kindheitstraum erfüllt. Die klassische Ausbildung zum Feuerwehrmann dauert 18 Monate. Das ist ein Ausbildungsgang und die lernen jetzt gerade hier erstmal Feuer machen und nachher ausmachen. Im Brandraum entstehen beim Verbrennen vom Holz gefährliche, entzündbare Gase. Sie spielen gleich eine entscheidende Rolle. Der Entstehungsbrand wird sich in den nächsten Minuten zu einem flammenden Inferno entwickeln. Die angehenden Feuerwehrmänner bereiten sich auf die Übung im Brandcontainer vor. Sie tragen Atemschutzmasken und eine spezielle Schutzkleidung, die kurzzeitig bis zu 1000 Grad aushält. In den Pressluftflaschen ist normale Umgebungsluft. Eine Flasche reicht je nach Belastung ca. 30 Minuten. Die gesamte Ausrüstung wiegt 30 Kilo. Sie kostet rund 1.200 Euro pro Azubi. Das Geld dafür kommt vom Berliner Senat. Bevor sie ins Feuer gehen, müssen die Azubis einen Atemtest machen und kontrollieren, ob die Atemschutzmasken dicht sind. Schon der kleinste Fehler hat fatale Folgen. Deine Maske. Halten Sie die flache Hand ohne Handschuhe vor die Maske und müssen das noch Luft einatmen ohne Handschuh. Ja, ganz wichtig. Ja, und die muss dicht sein. Mittlerweile hat sich in der Kammer ein Vollbrand entwickelt. Die angehenden Feuerwehrmänner gehen in den davor gelagerten Beobachtungsraum. Hier werden sie ein Gefühl für Feuer bekommen. Sie sollen Flammenbilder beobachten und erkennen, um im Ernstfall nicht in Panik zu geraten. Im Inneren ist es mittlerweile kochend heiß. Im Kopfbereich um die 120 Grad. Stehend wären es 400. Und der Rauch wird immer dichter. Eine Extremsituation. Wir wollen aber gleichzeitig den Auszubildenden zeigen, wie die Sichtverhältnisse bei so einem Brand sind, nämlich die Null.
Um das zu simulieren, werden die Türen des Containers für kurze Zeit geschlossen. Beklemmen für die Auszubildenden, die hier auch Vertrauen zu ihrer Schutzkleidung bekommen sollen. Nach 5 Minuten werden die Türen wieder geöffnet und der Rauch kann entweichen. Die nächste Übung bringt sie an ihre Grenzen. Jetzt lassen wir praktisch heiße Brandrauchgase in diesen Raum reinströmen durch eine undichte Tür und versuchen die dann durchs Öffnen der Tür zu entzünden. Es kommt zum Flashover. Dieses Szenario passiert genauso beim Öffnen einer Wohnungstür, hinter der es brennt. Kommt das Feuer mit Sauerstoff in Verbindung, entzünden sich die Rauchgase. Sie verbrennen bei 600 Grad. So eine Rauchdurchzündung gehört zu den gefährlichsten Situationen, die ein Feuerwehrmann bei seiner Arbeit erleben kann. Deshalb ist es auch besonders wichtig, das Löschen zu üben. Beim ersten Mal geht es daneben. Da haben die Jungs ein bisschen zu spät angefangen, Wasser zu geben und Tränen durch die Wasserdampfbildung. Also 1 Liter Wasser erzeugt ca. 1700 Liter Wasserdampf. Das ist eine extreme Volumenvergrößerung, physikalisch. Treiben uns dann diese ganzen brennbaren Gase auf uns zu. Und dadurch rollen die Flammen dann über uns rüber. Beim zweiten Versuch klappt es besser. Die Azubis löschen in 3 Wasserstößen hintereinander, machen eine Pause und zielen dann wieder genau auf die Flamme. So setzen sie das Wasser dosiert ein. Nach 4 Unterrichtsstunden ist die Übung beendet. Die jungen Männer haben eine der gefährlichsten Phasen ihrer Ausbildung hinter sich. Es ist mal wieder spannend zu sehen, wie sich Feuer so verhält, dass es ein eigenes Leben hat, dass es anfängt zu atmen. Und wenn man dann überlegt, dass man da drin noch arbeiten muss, ist schon eine ganz schöne Belastung. Macht immer wieder Spaß, gerne reinzugehen. Andere raus, wir rennen rein, unser Motto. Bis die Rauchdurchzündungsanlage völlig abgekühlt ist, vergeht noch mindestens 1 Tag. Flughafen Leipzig-Halle. Der Airport ist nach Frankfurt am Main deutschlandweit der 2. im Luftfrachtverkehr. Gemessen an der Zahl der Passagiere liegt er an 14. Stelle. Wie auf allen Flughäfen gibt es auch hier eine Werksfeuerwehr. 6 Großlösch- und andere Spezialfahrzeuge kommen hier zum Einsatz, wenn es brennt. Alarm, Feuerwache West. In 30 Sekunden müssen die Feuerwehrmänner im Löschfahrzeug sitzen. Wenn ein Flugzeug auf dem Airport brennt, sind sie die Ersten, die am Katastrophenort eintreffen. Die Abläufe werden immer wieder trainiert. Jeder der Feuerwehrmänner weiß genau, dass von ihm Leben oder Tod abhängt. Aber er hat einen starken Partner, den Panther. Der Panther ist das modernste Flughafenlöschfahrzeug der Welt. Mit Höchstgeschwindigkeit rasen die 48 Tonnen über die Landebahn. Die 1400 PS bringen es auf 140 Kilometer pro Stunde. Von 0 auf 100 in 40 Sekunden. Nach spätestens 3 Minuten müssen die Männer jedes Ziel auf dem Airport erreicht haben. Heute ist es die Boeing 747-Attrappe, originalgetreu nachgebaut. ...35 Meter lang, 10 Meter hoch. Dieses Boeing-Modell ist weltweit das einzige in dieser Größenordnung. Das Übungsflugzeug kann mit Gas komplett angezündet werden. Auch der Frachtraum und die Passagierkabinen werden zum flammenden Inferno. Hier proben die Flughafenfeuerwehren aus ganz Deutschland, mittlerweile auch aus der ganzen Welt, den Ernstfall. Für Einsatzleiter Matthias Richter und seine Männer steht ein harter Übungstag an. Sie werden alle möglichen Brandstellen am Flugzeug so bekämpfen, als wäre es eine wirkliche Katastrophe. Trotzdem ist Hektik hier fehl am Platz. Wer rennt, macht Fehler.
Zuerst die Turbine, das Triebwerk der Boeing. Diese Übung wiederholen sie immer und immer wieder. Im Ernstfall eines der schwierigsten Szenarien. Weil die Turbine immer in Hochlast fährt und dort immer noch Öle oder Kerosin mit einlaufen, was dort halt brennen könnte. Und dann kriegen wir die Sache schlecht unter Kontrolle. Die beiden Panther greifen jetzt an, um den komplizierten Brand zu löschen. Die Flugfeldlöschfahrzeuge haben unterschiedliche Aufgaben. Das eine kühlt den Rumpf und damit im Ernstfall die Passagierkabine. Die beiden Frontwerfer werden mit Joysticks gesteuert. Zeitgleich bekämpft der andere Panther das brennende Triebwerk. 12.500 Liter Wasser passen in den Tank. Es schießt mit 16 Bar aus dem Dachwerfer. Liter pro Minute. In 2 Minuten ist der Tank leer, das Triebwerk gelöscht. Die erste Übung für den heutigen Tag geschafft. In diesem äußerlich unscheinbaren Gebäude in Charlottenburg spielen sich im Inneren durchaus Dramen ab. Es ist die Leitstelle der Berliner Feuerwehr. Alle 112-Anrufe kommen hier an. Ja, verstehe Sie laut und deutlich. Wer sich selber nicht zu helfen weiß, wählt oft diese Nummer. Also Schäfer, Sie fürchten, sind Sie sich ganz sicher? Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir erstmal Ihren Nachnamen doch mal genau. 3000 Mal am Tag klingelt hier das Telefon. Notruf Berliner Feuerwehr. Wie alt ist Ihre Frau? Über 40. Atmet sie? Falls Sie sich unsicher sind, drehen Sie bitte in die stabile Seitenlage. Reanimation, also so viel wissen Sie schon. Ja. Also auf jeden Fall geht es um Reanimation. Wer hier arbeitet, ist ausgebildeter Feuerwehrmann oder Rettungsassistent, so wie Stefan Letto. Jeder zweite Anruf ist kein Fall für einen Einsatz. Es sind viele Hosentaschen bei, Kinder, die mit Telefon spielen, Betrunkene, die einfach Langeweile haben, Kinder, die Langeweile haben, wenn die Schule aus ist. Also es sind hunderte Anrufer und ja, 70, 80 Alarme, die man tatsächlich auch disponiert pro Schicht. An diesem unscheinbaren Ort muss sekundenschnell entschieden werden. Eine der 35 Berufsfeuerwehrwachen in Berlin ist die in Neukölln. Sie steht seit 1913 hier. 2 Feuerwehrautos, 4 Rettungswagen und eine Drehleiter sind hier stationiert. 21 Feuerwehrmänner besetzen diese Fahrzeuge in einer 24-Stunden-Schicht. Dirk Prell leitet heute die Einsätze und gleich zu Anfang ein Alarm. Roy Sowinski arbeitet seit 2010 auf dieser Wache. Ja, wir haben jetzt gerade eine Durchsage bekommen, dass wir jetzt zu einer Kinderreanimation fahren müssen und daher beeilen muss. Auch hier sind die 30 Sekunden vom Beginn des Alarms bis zum Losfahren vorgegeben. Gut 60% der Feuerwehrmänner sind ausgebildete Rettungsassistenten. 90% der Einsätze medizinische Notfälle. In Berlin ist der Rettungsdienst Sache der Feuerwehr. Jedes Löschfahrzeug ist mit 6 Feuerwehrmännern besetzt. Die bereiten schon während der Fahrt alles vor, damit sie am Einsatzort keine Zeit verlieren und sofort helfen können. Der Alarm wird immer an die Feuerwache weitergegeben, die den kürzesten Weg hat. Im Fall einer Wiederbelebung kommt es auf Sekunden an. Die Feuerwehrmänner sind vor dem Notarzt da. Viele Einsätze sind zum Glück nicht so dramatisch, wie sie anfangs scheinen. Auch hier ist das der Fall. Das Kind sollte aufgehört haben zu atmen und sodass es wiederbelebt werden musste. Und, aber nach ein paar Minuten kam es von alleine wieder, also alles okay. Man wird jetzt mit dem Krankenwagen garantiert ins Krankenhaus fahren, wird das Kind untersucht und dann wird man weitersehen.
Also es geht einem sehr nah, gerade wenn man selber kleine Kinder hat. Da muss man schon manchmal ganz schön cool bleiben, aber wie gesagt, auch ein Vater hat dann manchmal die Probleme und zu sagen, okay, mal kurze Pause. Die Pause ist wirklich nur sehr kurz. Noch im Einsatzfahrzeug bekommt Dirk Prell einen Notruf. Die Information, ein Verkehrsunfall. Ob Personen verletzt sind, ist noch unklar. Es geht nach Plenterwald. Zwei Autos sind beim Spurwechsel zusammengestoßen. Das eine konnte noch allein von der Fahrbahn rollen. Das andere ist ein Verkehrshindernis, das die Feuerwehr aus dem Weg räumen muss. Als erstes wird die Lage begutachtet. Das Fahrzeug hat an der Vorderachse einen schweren Schaden. Damit ihnen selbst nichts passiert, sperren sie ab. Für durchtrainierte Feuerwehrmänner ist es ein leichtes, den 1,5 Tonnen schweren PKW von der Fahrbahn zu schieben. Die dreispurige Straße wird schnell wieder freigegeben. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir keine verletzten Personen vor Ort hatten. Also haben wir nur ein Verkehrshindernis hier. Mussten jetzt das Fahrzeug natürlich von der Straße beräumen, weil jetzt der Berufsverkehr hier anfängt, damit wir schnell noch den fließenden Verkehr hier in der Großstadt wieder zum Laufen bringen. Bei ungefähr 50 Einsätzen pro Tag verbringen die 6 Feuerwehrmänner viel Zeit in ihren Autos. In dem Feuerwehrlöschfahrzeug befindet sich alles, was sie für den Einsatz brauchen. In Luckenwalde, im Land Brandenburg, werden Feuerwehrautos gebaut. Die Firma Rosenbauer produziert hier seit 1998 für Feuerwehren in ganz Deutschland. In der Produktionshalle werden die Fahrzeuge vom ersten bis zum letzten Teil zusammengebaut. An verschiedenen Arbeitsplätzen, also wie am Fließband, wird hier jeden Tag ein Auto gefertigt. Stefan Fiebiger ist der technische Leiter in der Firma. Er ist immer zur Stelle, wenn es Probleme in der Fertigung gibt. Alles beginnt mit diesem schwarzen Stahlrahmen. Auf diesem Stahlrahmen wird durch eine Klebeschicht, die 5 mm dick ist, ein Aluminiumblech aufgeklebt. Und diese Tragschicht, dieser Kleber, ist die eigentliche Verbindung zwischen dem späteren Fahrgestell und unserem Aufbau. Der Spezialkleber verbindet den Montagerahmen mit dem Bodenblech. Er ist äußerst flexibel und reißt auch nicht bei starken Erschütterungen. Zum Aushärten braucht er 3 Tage. Zweite Station. Dann werden Querwände und Längswände montiert, um dann an der nächsten Station wiederum die Pumpanlage einzubauen und auch den Wassertank. Das heißt, Sie sehen hier Querwände als Aluminiumprofilen, verbunden mit Blechbauteilen, mit lasergeschnittenen und stanzgenieteten Blechbauteilen. Der Tank würde sich jetzt hier unmittelbar dahinter befinden und würde in dem Fall bis nach vorn gehen, bis an diese Querwand, die Sie jetzt da sehen. Und dann eben bis zu einer Größe von ungefähr 5000 Liter. Das ist das Maximale, was wir in diesem Konzept unterbekommen. Auch an der dritten Station ist die Klebepistole wieder im Einsatz. Hier wird das Dach aufgesetzt. Mit dem Kran wird es vorsichtig heruntergelassen. Das Dach muss besonders stabil sein, denn später laufen die Feuerwehrmänner darauf. Da sie millimetergenau in Position bleiben müssen, werden die Wände geschraubt und nicht geklebt. An diesem Arbeitsplatz werden auch die Wasserpumpen eingebaut. Für ein kommunales Löschfahrzeug sind 2000 Liter bei 10 bar vorgeschrieben. Im Konzern haben wir Pumpen, die teilweise auch bis zu 10.000 Liter die Minute fördern können. Die baut man dann aber üblicherweise nicht in so ein kommunales Fahrzeug ein, sondern eher in große Tanklöschfahrzeuge für die Industrie oder auch in unsere Flughafenlöschfahrzeuge. Jede Pumpe muss getestet werden, aber nicht auf dem Werksgelände. Das würde bei den vielen Fahrzeugen bald unter Wasser stehen. Auf freiem Feld ist das dagegen kein Problem. Der Wasserwerfer ist schnell aufgebaut. Er kann 2400 Liter in einer Minute bei 10 bar auswerfen. Der Strahl reicht 70 Meter weit, wenn alles funktioniert. Es ist alles dicht, die Wurfweite stimmt, funktioniert super, die Schalter, alles funktional.
Es geht zurück ins Werk. In der Montagehalle wird die sogenannte Dachgalerie aufgesetzt. Die ist bereits fertiggestellt und mit viel Elektrik ausgerüstet. Was früher per Hand transportiert wurde, übernimmt heute ein Deckenkran. Nach europäischer Norm muss die Begrenzung auf dem Auto 80 mm hoch sein. Die Dachgalerie ist einerseits die Begrenzung für den Feuerwehrmann auf dem Dach, damit er nicht herunterfallen kann. Und gleichzeitig aber auch der Träger für die Beleuchtung, für die sogenannte Umfeldbeleuchtung, die also den Bereich um das Fahrzeug herum beleuchtet. Und gleichzeitig aber auch die Blitzleuchten, die links und rechts dann am Heck montiert sind, damit das Feuerwehrfahrzeug auch als Feuerwehrfahrzeug wahrgenommen werden kann. Nicht nur optisch, auch akustisch bekommt das Feuerwehrauto hier sein spezielles Alarmsignal. Das ist ein sogenanntes Martinhorn. Und das ist das, was die meisten Feuerwehren auch bei uns bestellen. Das ist das bekannteste akustische Alarmgerät, was auf dem Fahrzeug drauf ist. Der Kompressor wird elektrisch angetrieben. Der wiederum erzeugt Druckluft. Und das wird dann über die Leitung in die Martinhörner eingeleitet. Und dann entsteht der typische Klang, der bis zu 120 Dezibel am Austritt laut ist. Große und kleine Hörner erzeugen den Zweiklang. Es ist nicht nur ein Ton, sondern es ist eine Tonfolge. Und daher braucht man unterschiedliche Frequenzen. Obwohl der Volksmund Martinshorn sagt, ist Martinhorn die korrekte Bezeichnung, der Name des Herstellers. Der Aufbau hat mittlerweile Türen bekommen, die Elektrik ist eingebaut, die Kabinen montiert, die Pumpe an ihrem Platz. Die Montage kann weitergehen. Intern sagen die Kollegen, eine Hochzeit steht an. Der Aufbau und das Fahrgestell werden verheiratet. 2,5 Tonnen kommen per Kran auf das Chassis. Jetzt kommt es auf Fingerspitzengefühl und Erfahrung an. Deshalb arbeitet hier schon lange ein fester Mitarbeiter. Seine Erfahrung kann nicht hoch genug bewertet werden, denn hier geht es um Millimeter. Wenn alles passt, werden die Teile miteinander verschraubt. Jetzt ist das Auto fahrtüchtig und muss nur noch sein Innenleben bekommen. Am Einrichtungsplatz wird es beladen, nach den individuellen Wünschen der Auftraggeber. Insgesamt gibt es 10 dieser Plätze in der Halle. Ein Feuerwehrauto für Berlin ist anders bestückt als eins für die ländliche Region. Deshalb gibt es für jedes Auto einen speziellen Beladeplan. Je nach Inneneinrichtung kostet ein solches Fahrzeug dann zwischen 200 und 250.000 Euro. In den meisten Fällen geht es darum, die feuerwehrtechnische Beladung in den Aufbau hineinzugeben, an den richtigen Stellen zu platzieren und zu fixieren, sodass es während der Fahrt nicht rausfällt und dass es aber auch von den Feuerwehrleuten leicht entnommen werden kann. Bis zur Auslieferung arbeiten 60 Mitarbeiter ca. 700 Stunden an einem Feuerwehrauto. Berlin-Charlottenburg. Hier hat der technische Dienst der Berliner Feuerwehr seinen Sitz. Die ca. 40 Spezialfahrzeuge und Gerätschaften hier sind alle größer und schwerer als die in den einzelnen Feuerwachen. Der technische Dienst rückt immer dann aus, wenn die Kollegen auf den Wachen mit ihrer normalen Ausrüstung nicht mehr weiterkommen. Auch die Taucher sind hier stationiert. Heute werden sie dieses Auto vom Grund der Havel bergen. Das üben sie nicht zum ersten Mal. Lass uns mal reinpacken. Hauptbrandmeister Bernd Barabas deponiert ein Hebekissen im Inneren des Wracks. Im Ernstfall kann es natürlich erst am Unfallort positioniert werden. Da der PKW schon sehr viele scharfe Kanten hat, ist ja unser Übungsfahrzeug, machen wir das Hebekissen schon im Vorfeld rein. Wir wollen es nicht für die Übung unser Material kaputt machen. Dieser Spezialkran spielt dabei eine tragende Rolle. Er kann 30 Tonnen anheben, seinen Ausleger auf 38 Meter ausfahren. Eigengewicht 36 Tonnen. Für die Übung muss das Autowrack jetzt verladen und zur Havel gebracht werden. Eine ganze Kolonne rückt im Ernstfall aus, um ein Auto zu bergen, das ins Wasser gestürzt ist, und seine Insassen zu retten. Das Löschboot der Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei sind schon vor Ort und sperren die Übungsstelle ab.
Der Kran ist bereit, um gleich das Auto abzusenken. Aber dann wird die Aktion plötzlich gestoppt. Die Männer werden zu einem Einsatz gerufen. Wir haben Alarm. Die Übung müssen wir an der Stelle jetzt erstmal abbrechen. Der Alarm geht vor. Genaue Details erfahren die Spezialisten gleich. Jetzt wissen sie nur, dass es zum Bahnhof Wannsee geht. Ein umgestürzter Baum soll die Straße blockieren. Die Kollegen der zuständigen Feuerwache sind schon vor Ort. In Berlin ist Windstärke 6 bis 7 angesagt. Der Wind bläst so stark, dass er diese Linde entwurzelt hat. Der Baum ist auf ein parkendes Auto gestürzt. Die Kollegen beraten, wie sie gemeinsam vorgehen. Aber zunächst wird geklärt, ob die Feuerwehr überhaupt zuständig ist. Wäre das jetzt ein Privatgelände, dann hätte sich auch ein privates Unternehmen darum kümmern müssen, dass der Baum abgetragen wird. Aber so besteht ja letztendlich Gefahr, sag ich mal, für die öffentliche Sicherheit. Und da müssen wir halt ran. So einfach kann der Baum nicht vom Auto gezogen werden. Die Drehleiter der Feuerwehr Wannsee kommt zum Einsatz. Damit der Kran den Stamm packen kann, müssen störende Äste weichen. Ein geeigneter Haltepunkt in 15 Meter Höhe ist jetzt freigelegt. Der Einsatz des Krans vom technischen Dienst kann vorbereitet werden. Spezielle Gurte werden zu Hilfe genommen. Sie sind reißfest und halten 5 Tonnen. Der Wind bläst immer noch mit gut 6 Meter pro Sekunde. Eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Die Männer der beiden Wachen arbeiten gut zusammen. Da der Kranführer durch die Äste keine freie Sicht auf den Stamm hat, muss er mit Handzeichen eingewiesen werden. Alles passt. Das Auto ist nun frei und wird weggefahren. Die erste Hürde ist genommen. Der PKW wird aus dem Gefahrenbereich gebracht, sodass die Männer ungehindert weiterarbeiten können. Normalerweise würde der Baum mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen jetzt ungebremst auf die Straße stürzen. Da er vom Kran gehalten wird, können die 1500 Kilo kontrolliert und vorsichtig abgesenkt werden. Die größte Gefahr ist gebannt. Die Linde liegt jetzt quer über der Fahrbahn. Der Baum, der war ja nicht so schwer, das waren ja nur 1,5 Tonnen. Aber halt dadurch, dass er halt so in der Höhe war, ist das natürlich ja, nur eine Sache für den technischen Dienst. Und ja, wir haben unsere Sache gar nicht so schlecht gemacht. Die Männer zerlegen den Baum, damit das zuständige Grünflächenamt die Stämme unproblematisch abtransportieren kann. Die Straße wird anschließend besenrein gefegt. Dann rückt die Kolonne ab. Wenn in den nächsten Stunden nicht gleich wieder etwas dazwischen kommt, kann jetzt die Übung mit dem Autowrack weitergehen. Am Ufer der Havel ist wieder alles zum Versenken des Autos vorbereitet. Das Hebekissen zur Fahrzeugbergung im Inneren des Wracks kann 2 Tonnen tragen, wenn es aufgeblasen ist. An diesem Ventil werden die Taucher unter Wasser einen Luftschlauch anschließen, um das Kissen zu befüllen. Die Holzbohle ist ein Hilfsmittel, mit dem der Kran das Auto problemlos versenken kann. Die Taucher machen sich fertig. Sie tragen einen Trockenanzug aus Trilaminat, ein spezielles Material mit besseren Eigenschaften als Neopren. Im Vergleich zum Neoprenanzug ist es halt so, dass der Neoprenanzug Luftblasen im Material hat. Und die sind halt schlechter, wenn man zum Beispiel ein bisschen Öl im Wasser drin hat, an der Oberfläche. Weil das würde den Neoprenanzug halt verschmutzen und dann könnte man ihn auch wegschmeißen, unbrauchbar machen. Und das passiert bei dem Trilaminat halt nicht. Den kann man halt auch besser reinigen und abwaschen. Taucher Michael Stüwe legt die 35 Kilo schwere Ausrüstung an. Mit der Flasche auf seinem Rücken kann er 30 Minuten unter Wasser atmen.
Wenn die Rettung im Ernstfall länger dauert, macht ein anderer Taucher weiter. Je nach Situation wird manchmal auch die Flasche gewechselt. Wie alle Kollegen vom technischen Dienst war Michael Stüwe zunächst auf einer normalen Feuerwache. Später hat er sich auf das Tauchen spezialisiert und ist hierher gewechselt. Auf der Havel haben sich wieder die Wasserschutzpolizei und das Löschboot der Feuerwehr postiert. Langsam versenkt der Kranführer das Autowrack auf den Grund. Der Fluss ist hier am Ufer ungefähr 4 Meter tief. Der erste Taucher geht ins 15 Grad kalte Wasser. Die Temperatur spürt er auch durch den Anzug. Unter Wasser löst er die Schlinge von der Bohle. Jetzt liegt das Auto komplett frei. So, wie es bei einem realen Unfall wäre. Nun taucht auch Michael Stüwe ab. Dieses Szenario wird 3 bis 4 Mal pro Jahr trainiert, damit im Ernstfall jeder Handgriff unter Wasser sitzt. Die Sicht ist schlecht. Die Wassertemperatur nicht gerade angenehm. Am Wrack angekommen, muss der Taucher erst einmal das Ventil vom Hebekissen finden, an dem der Luftschlauch angeschlossen wird. Die Taucher stehen durch Signalleinen mit den Kollegen an Land in Verbindung. Durch Ziehen am Seil kommunizieren sie miteinander. Jeder Zug hat seine eigene Bedeutung. Einmal ziehen heißt Notfall, hol mich raus. Der Luftschlauch zum Befüllen des Hebekissens wird ins Wasser gelassen. Michael Stüwe muss ihn an das Ventil anschließen. Er hängt jetzt kopfüber im Wrack. Erst wenn der Taucher das Auto wieder verlassen hat, wird auch oben der Schlauch an die Luftflasche angeschlossen. Es wäre eine Katastrophe, würde sich das Hebekissen durch einen technischen Defekt füllen, während der Taucher noch im Wrack steckt. Ein Tauchnotfall. Ja, dann kannst du langsam anblasen. Weg vom Fahrzeug. So, ich puste auf, ja? Das Hebekissen füllt sich in ca. 30 Sekunden mit Luft und bringt das Auto an die Oberfläche. Die Taucher befestigen wieder die Tragegurte an der Holzbohle, um das Auto bergen zu können. Eine Stunde hat die Übung gedauert. Beteiligt waren 2 Taucher im Wasser, 20 Feuerwehrmänner, 8 Fahrzeuge. Der Aufwand ist groß, aber im Ernstfall geht es darum, Leben zu retten. Zurück in Luckenwalde. Bevor ein Feuerwehrauto ausgeliefert wird, muss es noch durch den TÜV. Der Prüfer kommt immer aus dem Bundesland, in dem es später zum Einsatz kommen soll. Das heißt, er prüft für die entsprechende Landesregierung. Uwe Beck kommt vom TÜV Süd aus Stuttgart. Er checkt das ganze Auto auf Verkehrs- und Betriebssicherheit durch. Viele Teile sind gleich wie bei einem normalen Fahrzeug, aber auch viele Teile sind anders. Anders aus diesem Grund, weil das Feuerwehrfahrzeug sehr speziell ist, einen besonderen Aufbau hat. Und aus diesem Grund sind hier auf viele andere Dinge zu achten, wie man das beim normalen Fahrzeug kennt. Die Anforderungen der Feuerwehr sind speziell und somit sind auch die Anforderungen an das Fahrzeug einfach besonders. Besonders ist auch sein Job. Bei der Sicherheitskontrolle muss er sich jedes technische Gerät ansehen. An einem Auto hat er mindestens einen halben Tag lang zu tun. Im Schnitt ist so ein Fahrzeug mit ca. 400 Teilen bestückt. Der Prüfer muss auch kontrollieren, ob alle Geräte sicher befestigt sind, ob sie sich leicht entnehmen lassen. Und körperlich anstrengend,
ist die Arbeit auch noch. Also bei diesem Typ von Feuerwehrfahrzeug sind es mindestens 2000 Kilo bis 2200 Kilo an Ausrüstung, was hier verladen ist. Da sind wir jeden Tag damit beschäftigt, von dem her ist es schon zwischenzeitlich in Fleisch und Blut übergegangen. Ja? Kann man so sagen. Auch im Innenraum muss kontrolliert werden, ob die Ausrüstung vollständig ist, ob alle Gurte vorhanden sind und ob sie sich leicht schließen lassen. Hier geht es vor allem um die Sicherheit der 9 Feuerwehrleute während der Fahrt. Das ist ein Rettungsrucksack, praktisch für die erste Hilfe. Und wegen dem sollte er auch relativ leicht entnehmbar sein. Ist schön weich, in diesem Fall als Rückenlehne geeignet. Nach seiner gründlichen technischen Inspektion kommt Uwe Beck zu dem Ergebnis, dass dieses Feuerwehrauto ohne Beanstandung abgenommen ist. Auf einem der 16 Übungsplätze der Feuerwehrschule Berlin steht die große PKW-Seitenöffnung auf dem Lehrplan. Ausbilder Olaf Lehmann erklärt die Aufgabe. Folgende Situation: Ein Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer. Alle Türen sind verschlossen. Männer, was machen? Wo ist das hydraulische Rettungsgerät? Ihr sollt den Wagen stabilisieren. Mehr sollt ihr nicht machen. Die Heckscheibe geht als erstes zu Bruch. Ein Einstieg weit weg vom Verletzten wird benötigt. Von hinten arbeitet sich ein Feuerwehrmann durch, um erste Hilfe zu leisten. Nach und nach werden die Scheiben an der zu öffnenden Seite kontrolliert zum Bersten gebracht. Ein Zugang zum Innenraum muss geschaffen werden, um den Unfallgeschädigten zu retten. Der Ersthelfer hätte im Ernstfall einen Halswirbelsäulenstütz- und Fixierkragen angelegt. Der Wassertrupp wird den Spreizer benutzen und der A-Trupp die Schere. Aus dem Gefahrenbereich. Probier jetzt noch mal von oben reinzugreifen. Auf das Schloss. Genau, weit, nee, richtig rein. Oder von innen. Auf. So, weiter aufmachen und jetzt zumachen. Und dann seht ihr, wie der Spalt entsteht hier vorne. Und arbeiten lassen, sehr gut. Der E-Hydraulik-Spreizer mit Akku wiegt 22 Kilo. Er arbeitet mit einer Spreizkraft von 42 Kilonewton, mehr als 4 Tonnen, und kann 60 Zentimeter auseinandergespreizt werden. Schön arbeiten lassen. Die Autos zum Zerschneiden bekommt die Schule von einem Schrottplatz. Pro Jahr etwa 120. Nach den Übungen werden die Autowracks wieder abgeholt. Jetzt kommt die Schere zum Einsatz, doch der Auszubildende macht einen entscheidenden Fehler. Was machen wir, bevor wir schneiden? Wegdrücken. Nein. Airbag-Scanning. Ja, Gerät zur Seite, gucken. Nein, Gerät zur Seite, wir nehmen uns die Zeit. Wir gucken erstmal, ob wir Airbags da drin entdecken, ob wir ein Gurtstraffersystem entdecken. Wenn wir es nicht sehen, Plastik zur Seite nehmen. Das wäre jetzt fatal, wenn da sich ein Airbag auslöst. Und? Keine Airbags. Wunderbar, dann dürfen wir schneiden. Auch die E-Hydraulik-Schere ist ein wichtiges Gerät im Alltag der Feuerwehr. Sie wiegt 14 Kilo, hat eine Schneidkraft von fast 4 Tonnen und durchtrennt in Autos jedes Metall. Und jetzt eine Absprache. Unten Schnitt und wahrscheinlich müsst ihr nebenbei spreizen. Während der Ausbildung ist jeder Feuerwehrmann mehrfach bei der großen Seitenöffnung dabei. Nach 15 Minuten ist die gesamte Fahrerseite des Unfallwagens geöffnet. Damit keine weitere Verletzungsgefahr besteht, wird die B-Säule komplett abgeschnitten. Jetzt ist der Weg frei für die Rettung. Bei einem solchen Unfall hat ein Patient oft schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen.
Deshalb kommt in solchen Fällen ein Spineboard zum Einsatz. Es hat eine feste, gerade Auflage aus Hartplastik und ist röntgendurchlässig. Damit der Verletzte Halt hat, wenn die Lehne heruntergeklappt wird, muss sein Rücken mit einem Schlauch stabilisiert werden. Jetzt das Beinbord im rechten Winkel unter den Hintern. Anheben den Verletzten. Ihr müsst die Rückenlehne flache Stift. So ist richtig. Aber geh mal noch weiter im rechten Winkel. Ist der Arsch Hintern drauf? Gut. Gut. Jetzt ist er stabilisiert, die Rückenlehne zurück. Übergeben Sie ihn drin, genau den Kopf. Rumdrehen, so weit wie es geht. Jetzt mit Helfen Patienten rauf aufs Beinbord ziehen. B-Schlauchkupplung öffnen. Eins, umkommen, zwei, drei. War das stabilisiert? Wunderbar. Genau, und jetzt können alle mit anfassen. Befreit aus der Gefahrensituation würde der Unfallgeschädigte jetzt dem Rettungsdienst übergeben werden. Okay, Männer. Und ab. Und ab. Kommt ran, das war's. Helm abnehmen. Und ihr seht, wenn wir unter Hektik, unter Stress, was uns ja passieren kann draußen, dass wir morgens um drei gerufen werden und genau so eine Situation vorfinden, dann müssen wir arbeiten können, dann müssen wir wissen, was wir machen. Und auch da werden Fehler passieren. Die Ausbildung zum Feuerwehrmann ist praxisorientiert. Die späteren Einsätze werden nicht viel anders ablaufen. Am Rande von Berlin in Schönefeld steht dieses ungewöhnliche Haus. Mit Hilfe einer gasbefeuerten Übungsanlage werden hier Brände simuliert. Feuerwehrleute aus ganz Deutschland trainieren in diesem Brandhaus, ihre Kollegen zu retten. So eine Übung findet heute statt. Die Atemschutz-Notfall-trainierte Staffel, kurz ANTS, übt heute, was zu tun ist, wenn ein Kollege beim Löschen eines Brandes in Not gerät und sich nicht mehr allein zurückziehen kann. Auch Anne Helbig geht heute ins Feuer. Sie leitet den Einsatz. Dank der Schutzanzüge wird den Feuerwehrleuten die enorme Hitze von ungefähr 200 Grad im Brandhaus nichts anhaben können. Die beiden Pressluftflaschen mit Atemluft reichen für 40 Minuten. Die Simulation im Brandhaus beginnt. Im Obergeschoss erleidet der Feuerwehrmann beim Löschen einen Unfall. Er ist ohnmächtig geworden. Sein Kollege ruft um Hilfe. Staffelführer 51 hat verstanden, ANTS ist auf dem Weg. Die Atemschutznotfall trainierte Staffel ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Der Rettungstrupp funktioniert wie ein Uhrwerk. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg. Da die Feuerwehrleute im Ernstfall durch den Rauch kaum etwas sehen, berühren sie sich. Keiner darf den anderen verlieren. Jeder hat seine Aufgabe. Der Truppführer erkundet die Lage, zwei sind die eigentlichen Retter und der vierte sichert den Rückzug und löscht das Feuer. Zunächst wird der in Ohnmacht gefallene Kollege in Sicherheit gebracht. Raus aus den Flammen und der Hitze. Hier muss jetzt schnell gehandelt werden. Während sich der Rettungstrupp um das Unfallopfer kümmert, löscht der vierte Mann den Brand im Schlafzimmer. Aus dem Schlauch schießt das Wasser mit 10 Bar. Hier entscheidet ein Spezialsensor, wann das Feuer bekämpft ist. Zuerst spricht Anne den Kollegen an. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Hier geht es um Leben oder Tod. Um die Atmung zu sichern, bekommt der Kollege eine Rettungshaube über das Gesicht. Mein Bestes? Na dann,
anschließen. Atemmaske! Hat angeschlossen. Gleichzeitig zieht der zweite Mann die Atemmaske ab. Fertig. Die Rettungshaube hat eine eigene Luftversorgung mit Atemluft für ca. 40 Minuten. Die Wärmebildkamera ist lebenswichtig für das Arbeiten bei schlechter Sicht durch Rauch. Sie hilft beim Orientieren und lokalisiert den Verletzten in kürzester Zeit. Anne schneidet jetzt die Gurte des Atemschutzgerätes durch. Es wird nicht mehr gebraucht. An dem System hängt auch der Bewegungsloswarner. Er schlägt automatisch Alarm, wenn sein Träger 30 Sekunden regungslos am Boden liegt. Eine spezielle Trage, die leicht ist und längenverstellbar, gehört zur Ausrüstung. Sie ist handlich und garantiert, dass der Verletzte so wenig wie möglich bewegt werden muss. Bevor es die schmale Treppe hinuntergeht, wird er fixiert. Im Ernstfall sehen die Retter durch den dichten Rauch so gut wie nichts. Deshalb müssen sie auch während dieser Übung alle Handgriffe ertasten. Fühlen ist ihre wichtigste Orientierung. Der verletzte Kollege ist transportbereit. Zu viert tragen sie ihn nach unten. Wenn jetzt jemand stürzt, gibt es kein Halten mehr. Nach 5 Minuten ist der Kollege in Sicherheit. Die ANTS-Staffel hat einen schweren Job hinter sich. Klar, es ist anstrengend. Also man muss natürlich super Sport machen. Wird natürlich immer 200% von einer Frau erwartet, als nur 100%, ist klar. Ja, aber so aus dem Handgelenk geht es nicht. Ihr eigenes Können ist überlebenswichtig. Aber besonders die Spezialschutzanzüge sind im Einsatz eine Lebensversicherung. Vinisa in Mazedonien. Eine Kleinstadt, in der die Textilindustrie Tradition hat. 2015 hat hier das österreichische Unternehmen Texport eine neue Produktionsstätte auf die grüne Wiese gebaut. 400 Näherinnen arbeiten in der Fabrik. Sie produzieren Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr. Wasserfest und schwer entflammbar. Kleidung, die Leben retten soll, verlangt höchste Präzision. Der Betrieb produziert Feuerwehrschutzanzüge für mehr als 30 Länder. Das A und O ist die Außenhaut. Wenn der Feuerwehrmann ins Feuer geht, muss er vor Verbrennungen geschützt sein. Der Stoff hält für kurze Zeit Temperaturen bis zu 1000 Grad aus. Wenn es heiß hergeht, sind verlässliche Schutzgewebe überlebensnotwendig. Das ist PVI. Diese Faser wurde im Apollo-Programm entwickelt vom amerikanischen Raumfahrtprogramm, weil die Entwicklung so einer Faser extrem kostenintensiv ist und es eigentlich nur in solchen Bereichen militärisch oder eben auch raumfahrttechnisch entwickelt werden kann. Und es hat ganz besondere Eigenschaften. Dieses Material hat den Vorteil, dass es kein Aufbrechen nach Beflammung hat. Die Faser bleibt stabil, auch nach mehreren Flammkontakten. PBI ist die Abkürzung für Polybenzimidazol. PBI ist eine extrem belastbare, widerstandsfähige, reißfeste und federleichte Faser. Der unschlagbare Vorteil dieses Stoffes: kommt er mit Feuer in Berührung, bleibt er in Form. Er schrumpft oder zerbricht auch nicht, wenn er abkühlt. Die Firma produziert Anzüge in bis zu 36 Größen pro Modell. Alles beginnt auch hier mit dem Zuschnitt. Der Schutzanzug besteht aus mehreren Stofflagen. Die werden beim ersten Arbeitsgang übereinander gelegt und mit besonders beweglichen Maschinen zugeschnitten.
Gerade im Einsatz muss der Anzug sitzen und sich bei jeder Bewegung der Körperform anpassen. Er darf den Feuerwehrmann nicht behindern. Ein Anzug besteht aus bis zu 300 Einzelteilen. Hier sehen wir eine gesamte Jacke, Materialien für die gesamte Jacke, beginnend mit dem Innenfutter, die Thermoisolation hier schon zusammengenäht, die Membrane, die Nässesperre und hier Oberstoff und Scheuerschutz und hier schon teilweise dann die Kleinteile, die schon vorgefertigt sind, Reflexstreifen dazu, Saugsperren für die Frontleiste und für die Ärmelsäume. Das ist eine Jacke. Jede Näherin hat sich auf die Fertigung bestimmter Teile spezialisiert. Präzise Arbeit ist hier unerlässlich. Besonders bei der teuren Außenhaut muss jede Naht sitzen. Ein Quadratmeter PBI-Stoff kostet 60 Euro im Einkauf. Durch gelb fluoreszierende und silberreflektierende Streifen ist der Feuerwehrmann auch bei Dunkelheit weithin sichtbar. Er braucht keine Warnweste mehr. Direkt unter der Außenhaut liegt die Wärmeisolierung, ein Aramidgewebe. Die Thermoisolierschicht stoppt das Durchschlagen der Hitze und reduziert die Temperatur. Darunter befindet sich der Nässeschutz. Die nächste Lage ist die Membrane, die garantiert wasserdicht ist, winddicht ist und atmungsaktiv ist. Die Poren dieser Gore-Tex-Membran sind etwa 20.000 Mal kleiner als ein Wassertropfen. Genau deshalb ist dieser Stoff besonders wasserdicht. Gerade die Nähte könnten aber undicht werden. Deshalb bekommen sie eine Spezialbehandlung. Die Membrane wird ja durch Nadelstiche verletzt. Damit entsteht eine undichte Stelle. Um diese undichte Stelle zu versiegeln, wird auf der Membranseite ein Schweißband aufgebracht. Dabei wird 480 Grad heiße Luft auf das Klebeband gegeben. Der Schmelzkleber verbindet sich mit der Naht und schließt sie wasserdicht ab. Er versiegelt sie dauerhaft. Kein Nadelstich bleibt offen. Wenn es brennt, ist das Löschwasser kochend heiß. Käme es durch den Anzug auf die Haut, gäbe es schlimme Verbrühungen. Die letzte Stoffschicht ist das Innenfutter. Hier wird besonderes Augenmerk auf die gesteppte Schulterpartie gelegt. Hier, wenn die Jacke getragen wird, dann entsteht zwischen Körperoberfläche und zwischen diesen Hohlräumen ein Luftpolster. Und dieses schützt den Feuerwehrmann zusätzlich vor Verbrennung. Sind Innenfutter, Membran, Thermoisolation und Oberstoff fertig genäht, werden die vier Schichten miteinander verheiratet. Vom ersten Zuschnitt bis zur fertigen Jacke brauchen die geübten Näherinnen 10 bis 12 Stunden. Zum Schluss wird der Reißverschluss eingenäht. Er wurde speziell für die Feuerwehr entwickelt. Wir nennen das Panikreißverschluss. Ich kann hier die Jacke nach oben aufmachen und habe relativ schnell die Jacke geöffnet. Weil jede Sekunde zählt, wenn es der Mann verletzt hat, dann ist es wichtig, dass er schnell aus der Jacke rauskommt. Tests haben bewiesen, dass der PBI-Schutzanzug Feuer bis zu 1000 Grad übersteht. In anderen Anzügen hätte der Feuerwehrmann bei diesen höllischen Temperaturen kaum eine Überlebenschance. Am Berliner Alexanderplatz stehen die höchsten Gebäude Berlins. Der Fernsehturm und das Park-Inn-Hotel. Das Hotel ist 150 Meter hoch. Es hat 39 Etagen. Auf der Dachterrasse machen sich die Höhenretter fertig. Eine Spezialtruppe der Berliner Feuerwehr. Ihr Trainingsziel? Einen Menschen aus großer Höhe zu retten. Ein Kollege seilt sich in die Tiefe ab. Im Ernstfall könnte es ein Fensterputzer sein, der in Not geraten ist.
Aus 150 Meter lässt er sich an der rutschigen Glasfassade des Hotels in die Tiefe ab. In schwindelerregender Höhe steigt der Feuerwehrmann, sein Retter, über die Brüstung. Die Übung kann beginnen. Er trägt einen Gurt mit Abfahr- und Sicherungsgeräten. Kann losgehen. Außerdem ist er mit zwei Seilen gesichert. Seine Kollegen lassen ihn über eine Seilbremse ab. Sie benutzen das gleiche System wie in der Bergrettung. Auch sie sind nochmal gesichert. Die 45 Höhenretter sind die Spezialtruppe der Berliner Feuerwehr, die nicht nur gefährdete Personen aus Höhen retten. Sie werden genauso bei der Rettung aus gefährlichen Tiefen eingesetzt. 2 Meter noch. 100 Meter über dem Alexanderplatz nähert sich der Retter dem Verunglückten. Die Kollegen am Boden und auf dem Dach sichern ihn. Der Retter hat das Unfallopfer erreicht und übernimmt den in Not geratenen in sein Abfahrgerät. Sicherheit ist alles. Jeder kleine Fehler lebensgefährlich. Die beiden werden von den Kollegen abgeseilt. Etwa 2 bis 3 Mal im Monat kommen die Höhenretter der Berliner Feuerwehr zum Einsatz. Im Alltag arbeiten sie nicht nur als Höhenretter, sondern auch als normale Feuerwehrleute auf der Wache in Marzahn. Nach 12 Minuten haben sie wieder festen Boden unter den Füßen und die Übung erfolgreich beendet. Im Keller der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie. Die Brandmeisteranwärter sind auf dem Weg zu einem wichtigen Test. Ihre körperliche Belastbarkeit wird geprüft. Jeder von ihnen trägt unter der Kleidung einen Gurt, der die Pulsfrequenz misst. Christoph Webner ist der zuständige Ausbilder. Die Belastungsprüfung mit Atemluftflasche und Atemschutzmaske beginnt mit einem Aufwärmtraining. 200 Meter in 4 Minuten ist die Vorgabe für das Laufband. Auf der Endlosleiter, die eigens für die Feuerwehr entwickelt wurde, müssen sie 10 Meter hochsteigen. Eine Zeitvorgabe gibt es nicht. Am Zughammer hängen 15 Kilo Gewichte. Die muss jeder 12-mal ziehen. So einen Einsatz wird es real nicht geben. Aber hier kann gut getestet werden, wie körperlich belastbar die Schüler sind. Bei keiner dieser Übungen darf die Pulsfrequenz höher sein als 220 minus Lebensalter. Das ist so vorgeschrieben. Nach dem Aufwärmen werden sie auf einen Einsatz vorbereitet. Ein erfahrener Feuerwehrmann prüft vorher, ob Herz- und Pulsfrequenz in Ordnung sind. Ihr seid 30 Jahre demnächst mit dem Atemschutzgerät unterwegs und ihr müsst es lernen, eure Atmung zu kontrollieren und euren Puls. Ihr atmet durch die Nase ein und durch den Mund aus. Ihr schließt die Augen, die Füße fest auf den Boden und folgt einfach meinen Worten. Atme ruhig und regelmäßig. Mir geht es gut. Atme ruhig und regelmäßig. Die Hände zur Faust, die Armmuskeln gespannt, tief einatmen und Augen auf! Gut. Das beste Beispiel ist Biathlon. Die Frauen rennen 10.000 Meter durch den Wald, voller Hektik, sind völlig fertig. Die bleiben stehen und schießen auf 50 Meter 5-2-Euro-Stücke weg. Das machen die nicht, weil die hier so eine Armkraft haben, sondern weil sie ihre Atmung beherrschen. So, alles klar? Gut, dann hinein in die gute Stube. Die gute Stube ist ein Raum, in dem sich der Kriechkäfig befindet. Die gesamte Strecke, die die angehenden Feuerwehrmänner zurücklegen müssen, ist 60 Meter lang. Sie wird am Monitor überwacht. Kriechen mit einer Ausrüstung von 30 Kilo am Mann und einer Atemschutzmaske auf dem Gesicht ist eine echte Herausforderung. Mit den Füßen zuerst und auf dem Hintern ist manches Hindernis leichter zu nehmen. Platzangst darf keiner haben. Die Übung im Kriechkäfig soll körperliche und geistige Stresssituationen schaffen. Später im Einsatz müssen sie auch enge Räume unter schwierigen Bedingungen betreten. Hier sollen die angehenden Feuerwehrmänner lernen, erst gar nicht in Panik zu geraten.
Feuerwehrmann kann nur werden, wer den Einstellungstest besteht. Und der verlangt den Bewerbern in erster Linie körperliche Fitness ab. Bei der Feuerwehr ist es so, dass die Anforderungen nicht gerade sehr gering sind. Wir haben also spezielle Anforderungen an die schulische Ausbildung, an das technische Know-how und auch an die körperliche Fitness. Und das schränkt schon mal den Kreis der Bewerber ein. Und dann wird es halt schon schwierig, den Nachwuchs für uns zu gewinnen. An der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie bewerben sich jährlich 800 junge Frauen und Männer. Nur etwa 10% werden aus den genannten Gründen angenommen. Am Ende der 18-monatigen Ausbildung weiß jeder, warum er diesen Beruf ergriffen hat. Weil es einfach ein faszinierender Beruf ist, der vor allem auch einen sehr positiven Hintergrund hat. Das ist einer von wenigen Berufen, der wirklich 100% der Bevölkerung hilft. Das Training auf dem Flughafen Leipzig-Halle geht in die zweite heiße Phase. Die Boeing-Attrappe kann auch innen völlig unter Feuer gesetzt werden. Das in kürzester Zeit zu löschen, ist Ziel dieser Übung. Die Feuerwehrmänner der Wache West steigen über die Frachtklappe ein. Ein Gepäckcontainer brennt in der unteren Etage. Schnell ist es 200 Grad warm. Wassermarsch! Auf dem Schlauch ist ein Druck von 8 Bar. Die Männer löschen in Intervallen. So können sie das Feuer gezielter unter Kontrolle bekommen. Geht ruhig richtig rein und von oben reinhalten. Die beiden müssen präzise arbeiten, damit sich die Flammen nicht ausbreiten. Truppenführer von Andres Morales, 20, Feuer aus! Keine Zeit zum Verschnaufen. Eine Etage höher im Passagierraum brennen mehrere Gepäckfächer und Sitzreihen. Rumpfführer von Angus Morales 20, kommen. Feuer im hinteren Bereich, vorrücken! Der Angriff beginnt. Für Passagiere ohne Schutzkleidung wären die mittlerweile 100 Grad lebensbedrohlich. Einer geht vor und öffnet die Gepäckfächer, damit das Wasser schnell und präzise an den Brandherd kommt. Dass es in den Gepäckablagen brennt, ist durchaus vorstellbar. 1, 2, 3! Hier verstauen die Passagiere Kosmetik und Spraydosen. Gruppenführer von Angus Tropales 20, kommen! Hier, Gruppenführer, kommen! Brandbekämpfung, Gepäckfach beendet! Rücken zur Sitzreihe vor! Eine Sitzreihe im hinteren Teil der Boeing 747 steht in Flammen. Die beiden müssen schnell sein. Reales Feuer entwickelt Rauchgase. Die Passagiere könnten ersticken. Im Ernstfall hätten sich jetzt die Rauchgase an der Decke entzündet. Ein Flashover. Der Albtraum für die Feuerwehrleute. Die beiden müssen sich sofort flach auf den Boden werfen, damit die Flammen nicht auch sie noch erfassen. Flashover bekämpft, geht zur Sitzreihe vor! Die Sitzreihe brennt immer noch. Nach einer Minute ist das Inferno bekämpft. An jeder Brandstelle der Boeing-Attrappe sind spezielle Sensoren angebracht. Wenn diese Fühler durch das Löschwasser auf die richtige Temperatur abgekühlt sind, gilt das Feuer als gelöscht und geht aus. Die Männer treten den Rückzug an. 5 Minuten für den gesamten Einsatz klingen nicht viel, aber sie entscheiden über Leben und Tod. Deshalb ist die Übung so wichtig. Jeder Handgriff muss sitzen. Verlorene Zeit können sie sich nicht leisten, müssen immer im Training bleiben. Oh, schön einstellen. Ja,
Das ist ja mein Job, den ich hier gewählt habe, den will ich auch. Und das ist das, was ich auch meinem Körper bieten will, was ich auch von ihnen abverlange. Und das haben wir heute wieder geschafft. Der Panther jedoch hat es noch nicht geschafft. An seinem Arm befindet sich ein Piercing-Modul. Es wird immer dann gebraucht, wenn die Bordwand durchstochen und Feuer gelöscht werden muss. Der lange Arm wird an die richtige Position gebracht. Er kann bis zu 16 Meter ausgefahren werden. Im Ernstfall suchen die Männer mit der Wärmebildkamera die heißeste Stelle. In diesem Fall die Übungsplatte. Dann einstechen, Marsch. Mit 210 Bar wird das Piercing abgeschossen und der Dorn in die Bordwand gerammt. Er ist mit Düsen perforiert. Die verteilen das Wasser mit hohem Druck. Und Wassermarsch. 1000 Liter pro Minute werden versprüht. Das Piercing-Modul ist nur für den Frachtraum gedacht. Menschen damit lebensgefährlich zu verletzen, ist eine zu große Gefahr. Dieser Kran steht in Berlin. Er ist 45 Meter hoch und das Übungsobjekt der Höhenretter, einer Spezialtruppe der Berliner Feuerwehr. Die Männer müssen immer wieder Situationen trainieren, wie sie auch im Alltag vorkommen können. Wichtig dabei, sich selbst zu schützen. Ihre Lebensversicherung ist die Ausrüstung. Sie bewahrt die Männer vor dem Absturz. Die Aufgabe wird heute sein, dass wir aus der Kanzel einen Kranfahrer evakuieren, retten und zur Erde bringen mit Krankentrage. Der zu rettende und drei weitere Feuerwehrmänner klettern auf den 45 Meter hohen Kran. Der Aufstieg ist für sie kein Problem. Normalerweise wird mit diesem Kran gearbeitet. Er verlädt Teile auf LKW. Zu Übungszwecken der Höhenretter steht er vorübergehend still. Eigensicherung ist die wichtigste Sicherung der Höhenretter, denn es geht um ihr eigenes Leben, das keiner riskieren will und darf. Im Ernstfall muss alles wie am Schnürchen klappen. Deshalb ist das regelmäßige Training so wichtig. Achtung, Seil! Im Sack sind 200 Meter Seil. Daran wird die Trage befestigt, mit der der Verletzte abgelassen werden soll. Auch Seile für den Retter müssen mit hochgezogen werden. Das System ist an die Bergrettung angelehnt. Es ist kalt, windig und nass. Die Übung kostet auch trainierten Höhenrettern Kraft. Ein Kollege befestigt weit oben an einem sogenannten Anschlagpunkt die Umlenkrolle. Über diese Rolle laufen alle Seile, die für die Rettung benötigt werden. Das Manöver wird vom Boden aus gesteuert, von Alexander Sladek und Thomas Reise. Die Trupps tauschen sich per Sprechfunk aus. Wenn alle Vorkehrungen getroffen sind, werden die beiden die Trage kontrolliert ablassen. Das ist jetzt das Ablasssystem, womit wir daher den ganzen Ablassvorgang steuern. Hier unten ist der Festpunkt, oben ist eine Umlenkrolle und da hängt quasi die ganze Krankentrage mit dem Retter dran und wird von hier unten komplett gesteuert. Wir müssen uns immer einen Festpunkt suchen, der genügend Tragkraft hat, mindestens eine Tonne. Die Übung kann beginnen. Der verletzte Kranführer wird durch die kleine Luke im Dach des Führerhauses nach oben gezogen. Es ist eng und gefährlich. So gefasst wie der Kollege ist ein richtiger Verletzter ganz sicher nicht. Ähnliche Situationen haben die Höhenretter auch in Wirklichkeit schon erlebt. Meist waren es Suizidgefährdete, die auf dem Ausleger balanciert sind. Da kommt zum Handwerk noch die psychische Betreuung hinzu. Auf dem Ausleger angekommen, wird der zu Rettende auf die Trage gelegt und gesichert. Im Jahr haben die Höhenretter ungefähr 30 Einsätze in Berlin.
Alles ist zum Ablassen vorbereitet. Die Kollegen unten geben das Tempo vor. Und, wie sieht's aus? So, wir ziehen jetzt an, ja, Heiko? Ja, ziehen. Diese Art der Evakuierung ist die passive Rettung. Daniel Schiemank, der als Retter eingeteilte Kollege, der mit dem Verletzten nach unten fährt, begleitet und betreut ihn nur. Die eigentliche Rettung ist Aufgabe der anderen. Wir müssen mit denen synchron arbeiten. Ja? Sichtkontakt oder Funkkontakt ist das Optimum. Ja? Sprechen. Und das heißt, so wie wir hier unten anziehen, Trage anheben und die Kollegen oben parallel dazu rausschwingen, müssen wir auch wieder nachlassen. So dass wir, wenn dann alles frei hängt, nochmal kontrolliert wurde, quasi von unten hier das Tempo vorgeben, wie der schnell der abfährt. Dann ist es nur noch eine Sache von hier unten. Ja? So, die Trage hängt draußen, der Retter geht hinterher, Alex. Daniel Schiemank steigt jetzt über die Brüstung. Ein besonders spannender, auch gefährlicher Moment. Er muss komplett frei hängen. Mit der Seilbremse lässt Alexander Sladek das Paket langsam nach unten, Meter für Meter. Die Seile haben eine Last von 200 Kilo zu tragen. Langsam, langsam, langsam. Das Schrägseilsystem funktioniert perfekt. Daniel Schiemank als begleitender Retter muss immer auch beruhigend auf den Verletzten einwirken. Eine Übung dieser Art machen die Höhenretter fünfmal im Jahr. Jeder Kollege muss mindestens einmal dabei gewesen sein. Es geht immer um das perfekte Zusammenspiel. 2 Minuten hängen Verletzter und Retter in der Luft. Die gesamte Übung dauert ungefähr 30 Minuten. Noch 5. Langsam. Okay, weiter. Noch 1. Und Kontakt. Alles hat wie am Schnürchen geklappt. Ja, war eine Routine halt. Ne? Das wird halt öfters geübt, so eine Kranrettung. Und dass jeder mal auch das Opfer spielt oder auch mal mit abgefahren wird oder oben ablässt oder unten sichert. Ist schon Kribbeln im Bauch, wenn man darüber geht. Ne? Und wenn, wir machen es ja halt regelmäßig. Und wenn jetzt ein Patient ist, der es noch nie gemacht hat, so kann man sich mal in die reinversetzen, wie das Feeling ist. Ne? Man sieht ja nichts nach unten, man muss den Kollegen einfach wirklich zu 100% vertrauen. Ja, und das ist halt unser Job. Ne? Und dann wissen wir halt, okay, ich vertraue den Kollegen, dass sie die Sicherungspunkte alle 100%ig setzen und mich hier unten sicher anbringen. Und das bringt ja Vertrauen in die Gruppe. Nach dem Einsatz wird alles so verpackt, dass es gleich wieder benutzt werden kann. Die Höhenretter nennen es Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Zurück bei der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie. Hier werden jährlich 170 angehende Feuerwehrmänner und Notfallsanitäter ausgebildet. Heute wird es ernst. Ausbilder Christoph Webner nimmt bei den Brandmeisteranwärtern die praktische Atemschutzprüfung ab. An der Schule gibt es 74 Lehrer. Es sind ausgebildete Feuerwehrmänner, die nicht mehr im Einsatz sind. Sie begleiten die Männer durch die gesamte Ausbildung. Somit habe ich die Funktionsprüfung gleich durchgeführt. Alles klar, prima. Gut, dann machen Sie sich jetzt fertig und treffen uns in der Strecke. Ja. Ich habe als Feuerwehrmann angefangen vor 29 Jahren. Ja. Ich habe so viel gesehen und erlebt, dass ich was Ruhiges wollte. Aber ich kriege hier genug Amüsement geboten von den Schülern. Genau wie beim richtigen Einsatz ist auch bei der Prüfung Teamwork gefragt. Beim Anlegen der Ausrüstung hilft einer dem anderen. Das macht man auch im Feuerwehrauto. Wenn ich mein Passmann, also wenn ich Atemschutzgeräteträger bin, sitzt mein Passmann mir gegenüber und kontrolliert, dass ich alles richtig gemacht habe, weil ich mich selber nicht sehen kann. Ich habe ja keinen Spiegel. Deswegen sind wir auch immer zu zweit. Da ergänzt man sich sehr gut, kann sich gegenseitig unterstützen. Es beruhigt auch, wenn man nicht alleine ist. Jetzt wird es ernst. Die Prüflinge sind schon in voller Ausrüstung mit Atemschutzmaske und Pressluftflasche auf dem Weg zum Eingang eines Kellerraumes. Folgendes Szenario, Feuer ist aus, in dem Keller hat es nicht gebrannt.
Es wird aber eine Person, ein Kind vermisst in dem Keller. Ihr Einsatzauftrag, Personensuche hinter Kellertür Nummer 5 vor. Wiederholen. Personensuche hinter Keller Nummer 5 vor. Alles klar, auf geht's. Da es in den Kellerräumen dunkel ist, sichern die beiden den Rückweg durch eine Feuerwehrleine. Sie wird vor dem Betreten der Kellerräume an einem Festpunkt angeschlagen. So, jetzt guck erstmal hier, mach das hier erstmal zu, nicht, dass noch mehr Leine ausläuft. Gut, weiter geht's. Jetzt schrauben sie den Lungenautomaten an, schalten den Bewegungslosmelder ein, ziehen die Handschuhe über. Ausbilder Christoph Webner steigert noch einmal den Schwierigkeitsgrad mit diesen Visieren. Sie simulieren die Sichtverhältnisse bei dichtem Rauch und Dunkelheit. Die Prüflinge sehen nur noch Schatten. So, okay, geht los. Beide stellen zunächst den Rückzugsweg sicher. Würde die Tür in einem brennenden Keller zufallen, wäre ihr Leben in Gefahr. Da sie so gut wie nichts sehen, müssen sie alles ertasten. Die Hände sind ihre Augen. Keiner darf den anderen verlieren. Deshalb halten die Prüflinge sich fest bei den Händen. Die Feuerwehrleine ist ihre Rückwegversicherung. Sie ist wie eine Nabelschnur mit ihnen verbunden. Dieser Übungskeller ist aufgebaut wie ein Labyrinth. Die Wände sind verstellbar. Dadurch können die Ausbilder verschiedene Szenarien simulieren und ständig neue Aufgaben stellen. Hier muss jetzt ein Kind gefunden werden. So schnell wie möglich. Hier ist direkt ein Pfeiler. Mitten im Raum. Hier ist eine Zimmer. Verschlossenen und kalten Benzinkanister voll gefunden. Kommen. Den Kanister können Sie stehen lassen, Ende. Immer wieder werden auch Funksprüche simuliert. Kommunikation ist alles. Die Atemluft in der Flasche reicht 30 Minuten. Man rechnet 10 Minuten für den Hinweg plus Suchen und 20 Minuten für zurück. Sollten die Retter das vermisste Kind nach 10 Minuten nicht gefunden haben, werden sie über Funk zurückgerufen, um ihr eigenes Leben nicht zu gefährden. Person gefunden! Person gefunden! 91, Person gefunden! Was gesagt? Haben Sie keine Angst, wir werden jetzt eine Tüte über den Kopf stülpen. In die wird Sauerstoff reingeführt, beziehungsweise Atemluft. Sie können das Ganze mal weiter atmen. Die Rettungshaube versorgt das Kind mit Atemluft. Das Anlegen mit Handschuhen und in vollkommener Dunkelheit ist eine Herausforderung. Du musst die Person nehmen, weil ich keine Rettung habe. Das Kind ist gerettet. Die Auszubildenden treten den Rückweg an. Immer an der Leine entlang, die sie sicher aus der Dunkelheit des Kellers wieder nach draußen führt. Gut, Männer, Übung beendet. Wer kriegt die Person? Rettungswagen, mein Mutter. Rettungsdienst bin ich. Gib her. Das Prüfungsziel ist erreicht. Die angehenden Feuerwehrmänner haben das Kind gerettet und 30 Minuten nicht überschritten. Gut ist gelaufen. Kommunikation hätte besser sein können. Die haben ein bisschen wenig geredet. Wenn man nichts sieht, kann man das durch Kommunikation kompensieren. Er hätte viel mehr erzählen müssen, was er da alles findet. Das sind so die Kleinigkeiten. Aber die Person haben sie gefunden. Die haben sie so versorgt, wie wir das schulen. Das sieht zwar mal ein bisschen brutal aus, wenn man die Kopfüber in die Rettungshaube stülpt. Aber das ist nach unserer Erfahrung das, was am besten funktioniert. Wenn man das jetzt, ich sag mal, human macht, wie man halt ein Kind anzieht und stülpt in die Rettungshaube drüber, ist die meistens immer nur am Hals. Und wenn die dann die Einsatzstelle verlassen, fällt die ab. Wir haben ja die Person gerettet, das ist die Hauptaufgabe, wurde damit erledigt. Und alles andere dürften hoffentlich nur Kleinigkeiten sein. Seine Hoffnung hat sich bestätigt. Trotz spärlicher Kommunikation haben die beiden diese Prüfung mit Bravour bestanden. Roy Sowinski und André Simon von der Feuerwache Neukölln sind nicht nur Feuerwehrmänner. Sie sind auch ausgebildete Rettungsassistenten. So, folgende Situation ist passiert. Mein Vater, seit 5 Minuten ist er bewusstlos. Ich habe ihn versucht anzusprechen, er reagiert nicht. Und dann habe ich Sie gerufen und jetzt Ihr Patient. Herr Müller. Reagiert nicht. Schmerzreiz auch nicht. Einmal runternehmen, bitte.
Auf der Rettungsakademie sind die Unterrichtsräume wie Wohnungen eingerichtet. Keine Atmung. Keine Atmung, kein Puls. Wir müssen uns ja jedes Jahr fortbilden, weil wir nicht allzu oft so eine Reanimation haben. Und wir aber halt als geschultes Personal natürlich das auch gut machen müssen. Ja? Und daher ist es sinnvoll, dass wir immer auf der Schule nachgeschult werden und einmal im Jahr so eine Reanimation durchführen müssen. Unter den strengen Augen eines Ausbilders. 5 bis 6 Zentimeter tief drücken. Geschwindigkeit 100 bis 120 Mal die Minute. Die Herzdruckmassage ermöglicht das Überleben bei plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand. Das noch sauerstoffreiche Blut wird durch den Körper zu den Organen transportiert. Zusätzlich kommt ein Tubus in die Luftröhre, der an einen Beatmungsbeutel angeschlossen wird. Eine Beatmung von außen. So, 2 Probebeatmungen, aufhören mit der Reanimation. Jawohl, prima. Jetzt sind 2 Minuten um und Wechsel. 120 Mal pro Minute mit Druck massieren ist auch für einen geübten Sanitäter anstrengend. Aber es hilft im Ernstfall Leben zu retten. Wie lange so eine Herzdruckmassage dauert, hängt vom Patienten ab. Und dann beenden. Und danke. Bei der Wiederbelebung zählt jede Sekunde. In den ersten 3 Minuten entscheidet sich das Schicksal des Betroffenen. Und da kann jeder, auch wer zufällig vor Ort ist, Leben retten. Man hat ja nicht immer, dass irgendjemand gerade vor Ort ist, wenn jemand umfällt. Aber wenn dann jemand da ist, dann wäre schon toll, wenn er weiß, was er zu machen hat. Mhm. Muss ja keiner an den Patienten jetzt die Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Das verlangt man ja gar nicht. Ja. Aber dass der Kreislauf in Bewegung gehalten wird, einfach mit der Herzdruckmassage, das ist schon eine Menge wert. Anfangs waren die Notrufnummern für Feuerwehr und Rettungsdienst noch getrennt. Es gab gute Gründe, sie zusammenzulegen. Die Feuerwehr wird die rufen zum Verkehrsunfall und da kommt der RTW mit zu. Beide arbeiten ineinander zusammen und verzahnt. Und deswegen ist es gut, dass es in einer Hand ist und nicht 2 verschiedene Organisationen aufeinandertreffen. Einmal im Jahr werden alle Rettungsassistenten der Berliner Feuerwehr neu geschult. Wohnung und Dummy stehen für die Nächsten bereit. Auf dem Schulgelände steht eine Übung im Chemikalienschutzanzug an, kurz CSA genannt. Verantwortliche Ausbilder sind Ralf Simon und Dirk Krüger. Es handelt sich um einen Gefahrguteinsatz in einem abgestellten Überseecontainer. Ich kann noch nicht erkennen, um welchen Gefahrgut es sich handelt. Angriffstrupp mit CSA vor. Zum Angriffstrupp gehören 2 Brandmeister-Anwärter. Der Chemikalienschutzanzug besteht aus gasdichtem Kunststoff. Sämtliche Einstiege haben aufwendig verarbeitete Reißverschlüsse. Der Anzug wird immer mit Atemschutzgerät und Maske getragen. Es muss immer ein 2. Mann zum Ankleiden vor Ort sein. Einsatzkräfte im Vollschutzanzug sind besonders belastet. Sie sind vollkommen von der Außenwelt abgetrennt. CSA ist die höchste Stufe der Schutzkleidung bei der Feuerwehr. Sie haben hier nur eine gewisse Zeit Atemluft. Man sagt 30 Minuten. Von den 30 Minuten muss man auch den Anmarschweg und den Abmarschweg abziehen. Und die Zeit, in der die Anzüge dekontaminiert werden, bis die Kollegen rauskommen, sodass sie in Echtzeit relativ kurz arbeiten können in diesen Anzügen. Außerdem können sie wenig sehen und sich nur eingeschränkt bewegen. Bis zum Einsatzbeginn bleibt der Anzug offen. Im geschlossenen CSA staut sich die Wärme. Die Belastung wäre jetzt schon unnötig hoch. Der 2. Trupp hat einen Dekontaminationsplatz aufgebaut und die Einsatzstelle im Umkreis von 50 Metern abgesperrt. Anzug ist zu. Bevor die beiden vom Angriffstrupp den Container mit dem Gefahrengut betreten, kalibrieren sie dieses Messgerät. Es rettet ihnen im Ernstfall das Leben. Dieses Gerät misst die sogenannte untere Explosionsgrenze. Das heißt, ein Gasgemisch, wenn es unterhalb der Explosionsgrenze ist, ist es ja noch nicht ungefährlich, weil es ja noch nicht durchzünden kann.
Und dieses Gerät misst halt diese untere Explosionsgrenze und kann mich daher frühzeitig warnen, bevor es noch zu einem zündfähigen Gemisch kommt. Beide geben zu verstehen, dass alles in Ordnung ist und gehen zur Einsatzstelle. Während der Ausbildung muss jeder angehende Feuerwehrmann mindestens einmal diesen Anzug tragen. Am Container sind Warnschilder angebracht. Sie zeigen entzündbare Gase und ätzende Stoffe an. Dann in den Container zur Erkundung vorgehen. Es soll eine silberne Box sein. Dort einen Messvorgang einleiten. Sollte der Deckel aufstehen, einfach den Deckel schließen und den Rückzug antreten. Die beiden wissen nicht, was sie wirklich erwartet und öffnen vorsichtig die Tür. Würde sie hinter ihnen zufallen, wären sie womöglich in Lebensgefahr. Das wichtigste Utensil ist ihr Messgerät. Befindet sich im Container ein tödliches Gasgemisch, schlägt es Alarm. Noch ist alles im grünen Bereich. Aus der silbernen Kiste mit dem Gefahrengut ist noch nichts ausgeströmt. Das Messgerät schlägt Alarm. Die untere Explosionsgrenze ist erreicht. In der Box befinden sich Rohrreiniger und eine Propangas-Campingflasche. Chlordämpfe und ausgeströmtes Gas haben den Alarm ausgelöst. Sie schließen die Box wieder und verlassen den Container in Richtung Dekontaminationsplatz. Nach ihnen werden Spezialkräfte die Box entsorgen. Halt, stopp, stehen bleiben! Da nicht feststeht, ob und wie schwer der Anzug kontaminiert ist, dürfen sich die beiden nur auf vorgeschriebenem Terrain bewegen. Jetzt einmal im aufrechten Stand ganz langsam drehen, damit wir gucken können, ob ihr Anzug beschädigt ist. Dann einmal hinducken. Sie werden jetzt abgespült. Das Ausziehen muss genauso sorgfältig geschehen wie das Anziehen. Der Anzug könnte verseucht sein. So, Sie dürfen von innen helfen, genau, nur nicht die Außenseite berühren. Jetzt muss es schnell gehen. Die Atemluft aus den Flaschen ist fast verbraucht. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Es ist natürlich ein bisschen entkräftet, aber sonst fühle ich mich super. Alles gut. Wir haben jetzt auch nicht so hart körperlich gearbeitet, dass wir sagen können, dass wir jetzt an unsere Grenzen gekommen sind. Es war nur eine einfache Überprüfung. Wir mussten ja nur etwas messen und einen Behälter schließen und der war ja nicht schwer, der Deckel. Und deswegen ging das noch von der Arbeitsleistung her. Aber es ist schon eine belastende Sache. Das wiegt doch alles ein bisschen was. Dann die Temperaturen dazu, dieses bisschen erschwerte Atmen durch die Maske. Das ist eine anstrengende Sache, aber es macht Spaß. Die Anzüge aus hochresistentem Gewebe kosten ca. 5.000 Euro. Sie werden nach jedem Einsatz speziell gereinigt und dann wiederverwendet. Berlin-Tempelhof. Das ehemalige Flugfeld ist der Parcours für die Firefighter Combat Challenge. Feuerwehrmänner aus ganz Europa messen sich hier. In kompletter Schutzausrüstung kämpfen sie sich durch eine Strecke mit 5 verschiedenen Stationen bei Temperaturen um die 30 Grad. Klasse Zeit, auch auf der roten Bahn hier. Organisator des Wettkampfes ist die Betriebssportgemeinschaft der Berliner Feuerwehr. Ja, der Ursprung, muss man eigentlich sagen, der kommt aus den USA und das schon in den 70er Jahren. Da wurde damals im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit nach einem Fitnesstest für Feuerwehrleute gesucht. Und daraus ist dann in den 90er Jahren, 91, das erste Mal dieser Wettkampf entstanden, in dem diese Elemente zusammengefasst wurden von diesem Fitnesstest. Und in den USA ist das eine ganze Wettkampfserie von 25 Wettkämpfen pro Jahr, die sich seit 91 halt dort etabliert hat. Diesen Wettkampf gibt es seit 2007 auch in Berlin. Er simuliert die 5 häufigsten Aufgaben bei einem Brandeinsatz. Los geht's. 19 Kilo Schlauch werden einen 12 Meter hohen Treppenturm hinaufgetragen. Oben angekommen geht es wieder um Kraft und Gewicht. Um 19 Kilo an einer Feuerwehrleine.
Schon geht es die Treppe wieder runter. An der Hammerbox müssen 72,5 Kilo mit kurzen, gezielten Schlägen um 1,50 Meter verschoben werden. Es folgen 40 Meter Slalom. Kurz vor dem Ende der Strecke wird noch ein 20 Meter langer Schlauch ausgezogen. Der Wasserstrahl muss in ein vorgegebenes Ziel treffen. Zum Finale kommt ein 90 Kilo schwerer Dummy ins Spiel. 30 Meter sind es bis zur Ziellinie. Das Ende symbolisiert ein gerettetes Menschenleben. Dieser Feuerwehrmann hat für den gesamten Parcours 2 Minuten 50 gebraucht. Der Weltrekord liegt bei 1,15. Den meisten geht es gar nicht um die Zeit. Es geht ihnen darum, die Strecke zu schaffen. Ihre Fitness zu testen. Mike Weikamp von der Marzahner Feuerwache macht sich warm für seinen Start. Der Feuerwehrmann hat jedes Mal an diesem Wettkampf in Berlin teilgenommen. Er ist 42 Jahre alt und weiß, dass er heute nicht gewinnen wird. Seine beste Zeit bisher? 1 Minute 38,34. Das ist einmal, um sich selber zu beweisen, dass man halt noch fit ist. Dass man ein gewisses Fitnesslevel hat, den Parcours zu überstehen, was ja auch unsere Arbeit ist. Wie oft ich trainieren muss, also wenn ich kann, täglich. Also nicht täglich Vollgas, aber ich habe eigentlich für jeden Tag ein Training. Klappt nicht immer, logisch, aber so im Grunde ein Tag Krafttraining, ein Tag Ausdauertraining, ein Tag Wettkampftraining, spezielle Techniken. Daniel Schiemank kommt von der gleichen Feuerwache. Er ist der Sieger vom Vorjahr. 2015 ist er den Parcours in 1,34,88 gelaufen. In diesem Jahr fühlt er sich nicht so fit. Ich hoffe, dass ich unter 1,40 komme. Ne? Mike wünscht sich ja, dass ich unter 1,30 renne, aber ich gebe mich aus am Turm. Ne? Also Turm bis zum Hammerbox bin ich sehr schnell und dann ist es fast bloß noch ein Auslaufen für mich. Ne? Und dann kommt noch der Dummy zum Schluss, dann habe ich eigentlich schon beim Schlauchziehen sagen wir mal, die Schnauze voll und sage, ach man, jetzt noch das Ding. Und dann hoffe ich, und dann ist das noch so lang, 30 Meter und oh, wann ist mal zu Ende? Und da geht mir ganz viel durch den Kopf. Oh. Bisher hat noch kein Teilnehmer Daniel Schiemanks Zeit vom Vorjahr unterboten. Da der Wettkampf an einen Brandeinsatz angelehnt ist, tragen die Feuerwehrmänner Schutzkleidung und Atemmaske. Die Ausrüstung allein wiegt schon 30 Kilo. Daniel Schiemank tritt gegen einen Berufskollegen aus München an. Fertig! Hopp, 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 komm! Gib Gas! Treppen steigen, Schläuche hochziehen, um ein Feuer im Obergeschoss zu löschen, sind praxisnahe Einsatzübungen. Ebenso wie schnell die Treppe wieder runter. Mit der Hammerbox soll das Aufschlagen eines Daches simuliert werden. Daniel Schiemank hat bisher die Nase vorn. Er nimmt als erster den Wasserschlauch, um das imaginäre Feuer auszuschießen. Was ihm jetzt durch den Kopf geht, werden wir nicht erfahren. Er kämpft und wie es aussieht, wird er als erster die Ziellinie erreichen. Unter 1,34,88 vom Vorjahr. 1,37,00. Nicht so schnell wie beim letzten Mal, aber unter 1,40, wie er es sich vorgenommen hat. Am Ende ist es die zweitbeste Zeit. Daniel ist völlig fertig. Feuerwehrmänner gehen immer an ihre Grenzen. Auch Mike Weikamp gibt alles. Er gehört wie Daniel Schiemank zur Spezialeinheit der Berliner Höhenretter und ist eine Kämpfernatur. Mit seinen 42 Jahren ist er einer der erfahrensten Teilnehmer hier in Berlin. Am Ende ist er sichtlich geschafft, aber auch erstaunlich schnell wieder bei Puste. Wie zufrieden ist er mit seiner Zeit? Ich bin immer zu langsam. Nein, ich bin zufrieden. Ich war schneller als letztes Jahr. Insofern alles gut. Hey, das ist mein Helm. Nee, ist nicht mein Helm. Ich war schneller, ja. Ich war langsamer. Ja, eigentlich wollte ich ja noch schneller werden.
Also im Nachhinein, im Vorhinein hat er gesagt, unter 1,40. Da habe ich mein Ziel erreicht eigentlich mal. Der schnellste bei diesem Wettkampf war ein Feuerwehrmann aus Neubrandenburg. Er ist den Parcours in 1,31,44 gelaufen. Mike Weikam und Daniel Schiemank haben schon ihr nächstes Ziel vor Augen. Amerika. Zurück zur Boeing. Einsatzübung, Spillfläche, Flächenbrand, Kerosinbrand. Unser Einsatzziel ist jetzt ja, den Flächenbrand vom Flugzeug wegzutreiben, dass auf der anderen Seite evakuiert werden kann. Auf dem Flughafen Leipzig-Halle wird mit der Fernbedienung ein Flächenbrand ausgelöst. Die simulierte Katastrophe kann durchaus real sein. Wenn die Tragfläche abgebrochen ist, läuft aus den Tanks das Kerosin aus. Die Dämpfe entzünden sich an der heißen Turbine. Die Männer machen sich feuerfest. Kein Fleck nackte Haut darf übrig bleiben. Bevor sie zu den Flammen gehen, fährt der Panther vor. Das Flugfeldlöschfahrzeug schlägt eine Wasserschneise zwischen Flugzeug und Feuer, damit der Brand nicht auf den Rumpf übergreift. Die Schläuche, mit denen die Feuerwehrmänner löschen, halten einen Druck von 10 Bar aus. Sie entwickeln eine gewaltige Kraft. Zu dritt bieten die Männer den Flammen Paroli. Sie müssen verhindern, dass das Flugzeug auch in Brand gerät. Halt weiter vor! Halt! Hier rüber! Über die Zeit spüren die Männer die 600 Grad, denen sie gerade ausgesetzt sind. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Wenn sie es nicht schaffen, den Brand zu löschen, werden sie selbst zwischen Flugzeug und Feuer von den Flammen eingeschlossen. Der Flächenbrand hat sich nicht bis zum Flugzeug ausgebreitet. Nach diesem anstrengenden Training merken die Männer, was sie geleistet haben. Und auch wenn es nur eine Übung war, weiß jeder Einzelne, dass er sich auch im Ernstfall zu 100% auf den anderen verlassen kann. Wir gehen da zusammen rein, kommen zusammen raus. Das schwächste Glied gibt das Tempo an. Ja, auch wenn der andere weiter könnte, wenn es zu heiß wird, geht es nur noch zurück. Weil wir wollen ja wieder an unseren Tisch von unseren Familien. Es ist anstrengend, gar keine Frage, aber es ist immer wieder schön, das zu üben, auch zu trainieren, damit man für den Ernstfall dann vorbereitet ist. Wir probieren natürlich so viel Übungen und so viel Routine wie möglich in unsere Handgriffe zu kriegen, die einzelnen Abläufe zu haben, wenn denn das Szenario wirklich eintritt, dass es dann aber auch entsprechend wie in der Ausbildung Hand in Hand funktioniert, weil es ein Teamsport ist. Feuerwehrmann. Ein Beruf, der alles abverlangt. Ehrgeiz, Disziplin, Teamgeist und den Willen, bis ans Äußerste zu gehen. Nur wer mit Herzblut dabei ist, wird diesen Job meistern können und es schaffen, jede Katastrophe unter Kontrolle zu bringen.